Das ist die Welt der Reichen und der Mächtigen. Es ist ihre Welt. Eine andere Welt als meine. Sie heißt Catherine. Von dem Augenblick an, da ich sie sah, nahm sie mein Herz für sich gefangen. Durch ihre Schönheit, ihre Wärme und ihren Mut. Da wusste ich, und ich weiß es noch, dass sie mein Leben für immer verwandeln würde. Er kommt aus einem geheimen Reich, tief unter den Straßen der Stadt, wo er sein Gesicht vor Fremden verbirgt und geschützt ist gegen Hass und Verfolgung. Er brachte mich dorthin, um mir das Leben zu retten. Und jetzt ist er, wo immer ich auch bin, im Geiste bei mir. Denn uns eint ein Band, stärker als Freundschaft oder Liebe. Und wenn wir auch nie vereint sein können, so werden wir doch nie getrennt sein. Sie hätten niemals gegen Max Avery Anklage erheben können, wenn er nicht die Aussage gemacht hätte. Wenn er einen Schlüssel zur Stadt haben will, soll er sich an den Bürgermeister wenden. Mr. Maxwell, diesen Schlüssel habe ich schon. Sie würden sich wundern, wie wenige Türen er aufschließt. Wir verlangen nichts weiter, als dass Sie etwas gegen Luz Corrales unternehmen. Ich wusste nicht, dass es schon gegen das Gesetz verstößt, wenn man gegen Elliot Birch ist. Miss Chandler hat recht. Ich kann durchaus verstehen, dass Sie ungehalten sind, Mr. Birch. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, uns in die Politik einzumischen. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viel Steuern Elliot Birch jedes Jahr dieser Stadt zahlt? Das steht nicht zur Diskussion und so kommen wir nicht weiter. Mr. Roth, würden Sie bitte mal kurz rausgehen? Elliot, ich halte das nicht für klug. Ich schon, bitte. Hören Sie. Mir ist klar, dass der Birch Tower nicht unumstritten ist. Und ich verlange nicht, dass Sie meine Kritiker zum Schweigen bringen. Dann muss ich Sie missverstanden haben. Lass ihn seinen Spruch aufsagen, Joe. Vielen Dank, Miss Chandler. Streiks, Prozesse, Zeitungskommentare, damit können wir umgehen. Aber wenn Sabotage verübt wird, wenn Maschinen kaputt gemacht werden, Terror geübt wird... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Luz etwas derartiges dulden würde. Max Avery hat diese Methoden erfunden. Ich habe ihn erledigt. Jetzt versucht er, Rache zu nehmen. Na schön, Mr. Birch, wir gehen der Sache nach. Wenn wir herausfinden, dass Avery dafür verantwortlich ist, schreiten wir ein. Mehr verlange ich nicht. Danke. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Das ist unser Job. Sie haben die gleichen Rechte wie jeder andere. Ach, trotzdem habe ich mich gefreut. Vor allem, weil ich weiß, dass Sie die Meinung von Luz teilen. Ich arbeite nicht gegen Sie, Elliot. Ich finde nur, dass Ihr Vorhaben kein sehr glückliches ist. Also, ich würde Sie liebend gern umstimmen. Wozu?
Die Arbeit hat schon angefangen, Sie haben Ihre Genehmigung. Sie ziehen das durch, unabhängig von meiner Meinung. Das ist allerdings wahr. Trotzdem würde mir an Ihrer Zustimmung liegen. Na schön, ich höre Ihnen zu. So viel bin ich Ihnen schuldig. Ich war mir nicht sicher, ob Sie noch um diese Uhrzeit im Büro sind. Es ist noch früh. In den meisten Nächten gehe ich überhaupt nicht nach Hause. Ich hasse Schlaf, eine Verschwendung kostbarer Zeit. Wir alle brauchen unseren Schlaf, Elliot. Und wir brauchen unsere Träume. Ich weiß alles über Träume. Hier. Was sehen Sie da? $3 Milliarden. Nein. Das ist der Stoff, aus dem die Träume sind. Sie haben doch schon einige Wolkenkratzer gebaut. Das waren einfach nur Gebäude. Das dort... Ich habe mein Leben lang darauf gewartet, so etwas hinzustellen. Sehen Sie sich das an, das werden 152 Stockwerke. Büros und Wohnungen und Geschäfte, Theater, botanische Gärten. 9 Restaurants, ein 6-geschossiger Wasserfall im Atrium. Das wird eine Stadt in der Stadt, Catherine. Die Restaurants und ein Wasserfall werden es nicht weniger, ich weiß nicht. Größer machen? Das wird das Leben von Tausenden von Menschen betreffen. Es wird die ganze Gegend verändern, die ganze Stadt. Veränderungen müssen nichts Schlechtes sein. Ich will Ihnen mal etwas zeigen. Auf dieser Aufnahme sind 3 Gebäude von mir. Können Sie sie erkennen? Keine Sorge, ich kann's auch nicht. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal die Skyline von New York sah. Das Empire State, das Chrysler Building. Als ich das sah, habe ich gewusst, dass das meine Aufgabe ist. Das war die Stadt, in der alles möglich ist. Diese Stadt hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich möchte ihr etwas davon zurückgeben. Erzählt unsere Geschichten auf diesen Wänden. Erinnert uns daran, dass wir alle Teil einer großen Stadt sind. Das ist wunderschön, Vincent. Oh. Sie muss eine außergewöhnliche Frau sein. Sie nimmt nackte graue Wände und füllt sie mit so viel Farbe und Schönheit. Elizabeth ist selbst für uns ein Wunder. Niemand weiß, wann sie die Welt da oben verlassen hat oder warum. Sie weigert sich, darüber zu reden. Was war denn das? Seit Wochen schon werden diese Explosionen bedrohlicher und lauter. Die meisten Ausschachtungen enden in angemessener Entfernung vor unserer Ebene, aber dieser neue Tower senkt seine Wurzeln tief in die Erde, tiefer als jedes andere Gebäude. Der Birch Tower? Maus schätzt,
dass sie in weniger als einer Woche durchbrechen werden. Wir haben keine Möglichkeit, dieses Vorhaben aufzuhalten, aber wenn sie weitermachen. Vater glaubt, das bedeutet das Ende unserer Welt. Mein Junge, komm und sieh dir an, was ich gerade male. Es ist, als hättest du das mit deinen eigenen Augen gesehen. Das habe ich auch. In gewisser Weise. Du bist nicht mein einziger Besucher, weißt du? Maus bringt mir meine Farben. Manchmal kommt Mary vorbei. Oder Sarah. Sie erzählen mir Geschichten. Und diese Geschichten bringe ich dann an die Wand. Das ist also wirklich keine große Magie. Solche Dinge überlasse ich lieber Narzissa. Ich finde, du hast deine eigene Magie, Elizabeth. Also, bist du gekommen, um mir eine neue Geschichte zu erzählen, oder hat Vater gesagt, du sollst mich hier wegbringen? Niemand wird dich irgendwo hinbringen, wo du nicht hin möchtest. Aber die tieferen Kammern sind sicherer. Und da gibt es so viele leere Wände, die nach deiner Kunst verlangen. Felswände? Nein, diese Wände taugen einfach nichts, Junge. Sie sind nicht so eben wie diese. Die Sprengungen... Ich weiß alles über diese Sprengungen, aber es macht mir nichts aus. Ich bin noch nicht fertig. Man muss das, was man angefangen hat, auch zu Ende führen. Vater glaubt, diese Tunnel könnten jeden Tag einstürzen. Du könntest getötet werden. Das ist mein Leben, Vincent. Hier, auf diesen Wänden... Du glaubst doch nicht etwa, ich würde ewig leben, nicht wahr, Junge? Diese Ausschachtungen werden zunächst mindestens 4 Ebenen offenlegen, vielleicht auch 5 oder 6. Und selbst wenn wir heute noch anfangen würden, alle umliegenden Tunnel zu verstärken, besteht die Gefahr, dass unsere Welt entdeckt wird. Nein. Umsiedlung ist die einzige Antwort. Du weißt ebenso gut wie ich, dass Elizabeth einer Umsiedlung nie zustimmen würde. Und wir können nicht einfach so tun, als würde sie uns nichts angehen. Was sollen wir deiner Meinung nach tun? Bringt sie in eine sichere Kammer, in ihrem eigenen Interesse. Sie möchte aber dort nicht weg. Die bemalten Tunnel sind nicht sicher. Sie können bald einstürzen und sie lebendig begraben. Das weiß sie auch. Aber sie will ihre Arbeit nicht verlassen. Dann muss man sie mit Gewalt dort wegholen. Die Bilder sind wunderschön, ja, aber sie sind kein Menschenleben wert. Elizabeth sagt, sie sind ihr Leben. Wir haben nicht das Recht, ihr zu sagen, dass sie sich irrt. Ja, aber wir können doch nicht tatenlos daneben stehen, wenn ein Mensch stirbt. Niemand stirbt. Hab es ausgeknobelt. Hast du einen Plan, Maus? Einen guten Plan. Besser als gut. Besser als besser. Man kann nicht bauen, wo Wasser fließt. Überflutet das Fundament. Das ist alles. Dann müssen Sie aufhören. Wie soll das funktionieren? Unterirdischer Fluss läuft hier. Hm. Bricht durch die Wand, grabe Kanal, bewegt das Wasser. Hier, hier und hier. Das Wasser fließt nicht bergauf, muss es schaffen. Hast du eine Vorstellung davon, wie viel Arbeit notwendig ist, um einen unterirdischen Fluss in ein neues Bett umzuleiten? Müssen lieber gleich anfangen. Nein, es tut mir leid, Maus. Aber ich fürchte, dein Plan ist unmöglich. Deine Idee ist großartig. Aber Vater hat recht. Oh, jetzt ist alles schiefgegangen. Ich hatte gerade Zugang zum Pentagon-Computer. Ich wollte alle Atomsprengköpfe entschärfen. Und jetzt stehe ich wieder bei Plan Quadrat 1. Ich könnte schwören, das sah aus wie ein Einkaufscomputerprogramm. Falls heute Nachmittag der Atomkrieg ausbrechen sollte, ist das allein deine Schuld. Ich habe gehört, du brauchst Informationen über Luz Corrales. Ja.
Wir haben zusammen Jura studiert. Wir waren nicht unbedingt Freundinnen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich mit einem Typen wie Max Avery einlässt. Mein Kasten sagt, sie ist so sauer, dass es schon wehtut. Lebt zurückgezogen, sorgt für ihre alte Mutter, fährt nur U-Bahn und bezahlt pünktlich ihre Rechnungen. Wieso habe ich das Gefühl, dass da noch irgendetwas kommen muss? Ihre Initiative hatte vor 6 Monaten noch etwa 350 zahlende Mitglieder. Heute sind es annähernd 1000. Und was hältst du von anonymen Spenden in Höhe bis zu $50.000? Ich habe sie seit dem Examen nicht mehr gesehen. Vielleicht sollte ich sie mal einladen. Ja. Luz? Ja. Hallo. Das finde ich aber nett, dass du so kurzfristig Zeit hast. Naja, du hast mich neugierig gemacht. Ist lange her seit unserem Studium. Eine hübsche Wohnung hast du hier. Danke. Komm rein. Kann ich dir irgendetwas zu trinken anbieten? Vielleicht ein Glas Wein? Ein Bier wäre nicht schlecht. Bier habe ich auch da. Du leistest ganze Arbeit. Kommt mir so vor, als sehe ich jede Woche deinen Namen in der Zeitung. Naja, wenn man nicht andauernd in den Schlagzeilen steht, bleiben irgendwann mal die Spenden aus. Und was ist mit dir? Wie fühlst du dich in der Kanzlei deines Vaters? Vor einem Jahr habe ich bei meinem Vater aufgehört. Ich bin jetzt bei der Staatsanwaltschaft. Ich wollte mit dir über den Birch Tower reden. Ich hatte nicht angenommen, dass du alte Zeiten aufleben lassen willst. Wir nennen den Kasten nicht Tower, für uns ist das nur das Monster. Er wird die ganze Umgebung verschlingen. Aber Birchs Leute haben Studien vorgelegt, die beweisen, dass die ganze Umgebung vitalisiert wird. Sicher, alle Straßenhändler und Sozialmieter werden in eine andere Gegend der Stadt vitalisiert. Alle Billigläden werden vitalisiert zu Boutiquen. Die Miete für 5 Blocks in der Nachbarschaft wird in die Höhe vitalisiert. Und die alten Menschen und die Schwarzen und die Mischlinge werden vitalisiert und sind dann Yuppies. Aber macht ja nichts. Hauptsache, in der Eingangshalle gibt's einen Wasserfall. Dann kann man alles andere übersehen. Aber die Ausschachtungsarbeiten haben schon angefangen. Ich meine, welche Hoffnung habt ihr, das jetzt noch aufzuhalten? Wir bringen Elliot Birch vor Gericht. Ein Musterprozess für alle, die davon betroffen sind. Spenden sind eine große Hilfe. Du bekommst in letzter Zeit sehr viel Unterstützung. Interessiert es dich nicht, wo die Spenden herkommen? Spenden sind Spenden. Davon bezahlen wir die Rechtsanwälte, geben Inserate auf. Und unser Vermieter ist nicht gerade glücklich, wenn wir die Miete für unseren Laden nicht bezahlen. Wir haben leider den Eindruck, dass diese Spenden fast alle von Max Avery sind. Willst du etwa sagen, unsere Spenden sind schmutziges Geld? Ich glaube, mir reicht, was ich gehört habe. Luz, Luz, ich will doch nur sagen, sei bitte vorsichtig. Manchmal verschließt uns unsere Hilfsbereitschaft die Augen. Seit wann weißt du was von Hilfsbereitschaft? Hast du dir davon was mit Daddys Kreditkarte gekauft? Vielleicht tue ich dir damit Unrecht. Ich weiß nicht. Wir werden das nachprüfen. Ich lasse mich nicht gern benutzen. Vielen Dank für das Bier. War mir ein Vergnügen. Vincent, Jamie ist gerade zurückgekommen. Sie sagt, sie hat eine ganze Reihe von Kammern in 200 Meter Tiefe gefunden. In der Nähe der Flüstergalerie. Was hältst du davon, wenn wir uns die mal ansehen? Ich kenne diese Kammern. Wenn es mal stark regnet, stehen sie unter Wasser. Oh mein Gott. Und wir dürfen eins nicht vergessen. In der Ebene unter den Rohren verlieren wir unsere Kommunikation. Durch diesen neuen Bau wird uns alles genommen, Vincent. Die Arbeit so vieler Menschen. Alles, was wir geschaffen haben, geht verloren. Was verloren geht, kann wiedergefunden werden. Wird neu geschaffen. Solange wir uns haben, wird unsere Welt überleben. Ich wünschte, ich könnte das glauben. Drei verschiedene Grüntöne. Gelb, jede Menge Orange. Oh, gut, sehr gut. Mein Orange ging langsam zu Ende.
Danke, Maus. Du bist ein sehr lieber Junge. Siehst du, was sie tun? Das ist nicht fair. Sie haben kein Recht dazu. Ich werde sie aufhalten. Hier. Siehst du? Wieder so ein dummes Hochhaus. Gibt schon so viele da oben. Die brauchen das hier nicht. Ich erledige das. Das ist aber so riesig. Wie kannst du das aufhalten? Vincent ist nicht der Einzige, der gute Ideen hat. Du wirst sehen. Es ist schon fast erledigt. Ja, aber... Mach dir keine Sorgen. Ich freue mich. Hallo, Junge. Hier in dieser Kammer lebt ihr also. Ah, es ist sehr hübsch. Ah, so eins habe ich auch mal gehabt. Ah, oh, das ist eine halbe Ewigkeit her. Aber ich erinnere mich. Nur meins war damals aus Silber. Elisabeth, wir sind beide entzückt, dich zu sehen. Aber? Aber? Ich würde nie meine Malereien verlassen, nicht wahr? Und du kannst dir nicht vorstellen, warum ich hier bin. Du musst wissen, dass ich noch gar nicht so alt bin. Und ich kann manche Reise unternehmen, wenn ich es will. Das glaube ich dir gern. Wieso bist du jetzt hier? Maus, dieser liebe Junge, er ist losgezogen, um mir zu helfen. Und ich habe versucht, mich wieder an meine Arbeit zu machen. Aber ich kann nicht aufhören, immer wieder an ihn zu denken. Findet ihr nicht, dass er ein ziemlich eigenartiger Bursche ist? Und das ist ein so gigantisches Hochhaus. Ich bin mir nicht sicher, ob er da... Hast du eine Ahnung, wo er hin wollte? Ich glaube, nach oben natürlich. Damit Schluss ist mit diesen verdammten Sprengungen. Elisabeth, danke. Thank you.
Steine auseinander. Da geht's lang. Männer halten Maus fest. Sie haben ihn auf dem Baugelände erwischt, als er eine Aktion vorbereiten wollte. Ist er verhaftet worden? Polizei war keine da. Ein Glück, das ist wenigstens etwas. Ich will sehen, was ich tun kann. Mach dir keine Sorgen, Vincent. Lass mich mit dem kleinen Spinner allein, dann werde ich schon die Wahrheit aus ihm rausholen. Nicht doch. Ich bin sicher, dass unser kleiner Freund Vernunft annehmen wird. So, dein Name ist also Maus. Mhm. Wer hat dich geschickt? Niemand. Wozu ist das gut? Macht Sachen süß. Tatsächlich? Und ich nehme an, daraus wolltest du ein paar Gummitiere basteln, hm? Du glaubst, du könntest uns was vormachen? Hältst du uns für so dumm, dass wir keinen Sprengstoff erkennen? Du wolltest Zucker in jeden Tank kippen, ein oder zwei Explosionen verursachen. Hast du eine Ahnung, in welchen Schwierigkeiten du steckst? Möchte gehen. Nein, du gehst nirgendwo hin. Vielleicht müssen wir noch mal ganz von vorn anfangen. Also, wie ist dein richtiger Name? Haben Sie eine Vorstellung davon, was der für einen Schaden hätte anrichten können, Simons Mann? Wenn der zum Zug gekommen wäre, dann... Er will was? Warten Sie mal einen Moment. Zuerst erzählen Sie mir, er sei irgend so ein Vollidiot, der angezogen ist, als kommt er gerade aus der Steinzeit. Und jetzt sagen Sie mir, dass er einen Anwalt verlangt. Catherine Chandler, ich rufe Sie später zurück. Würden Sie mir bitte sagen, was los ist? Ich kann Ihnen sagen, was los ist. Ihre Sicherheitsleute überschreiten Ihre Befugnisse bei weitem. Sie haben nur einen Störenfried festgehalten. Na fein. Dann rufen Sie die Polizei und lassen Sie ihn wegen unbefugten Betretens verhaften. Aber drücken Sie lieber die Daumen, dass er Sie nicht wegen unerlaubten Festhaltens verklagt. Hier. Sie rufen die Polizei an. Lassen Sie ihn laufen, Elliot. Er wird Sie nicht mehr belästigen, das verspreche ich Ihnen. Er hat nach Ihnen gefragt. Er wusste nicht, wer Präsident der Vereinigten Staaten ist, aber er kennt Ihren Namen. Also wenn Sie mich fragen, ich finde es etwas eigenartig. Bitte, lassen Sie ihn wieder laufen. Es wurde doch kein Schaden angerichtet. Was würde es bringen, wenn er verhaftet wird? Dann bekomme ich vielleicht mal ein paar Antworten. Vor einigen Monaten sind Sie zu mir gekommen. Sie brauchten meine Hilfe, aber Sie konnten mir nicht erklären, warum. Vertrauen Sie mir, haben Sie gesagt. Aber Vertrauen beruht auf Gegenseitigkeit. Wenn Sie wollen, dass ich diesen Typen laufen lasse, dann sollten Sie mir vertrauen und ein paar Fragen beantworten. Man kann Vertrauen nicht erpressen, Elliot. Und ich kann Ihnen nicht sagen, was Sie wissen wollen. Ich habe ein Versprechen gegeben. Warum sollte ich ihn dann laufen lassen? Weil ich dich darum bitte. Als erstes müssen wir alle erforderlichen Schritte unternehmen, um das Geld für die Kaution aufzubringen. Wir alle haben irgendwelche Wertgegenstände, für die wir in der Welt da oben Geld bekommen. Und wir können uns an unsere Freunde wenden. Ja. Catherine wird uns nicht im Stich lassen. Ich mache mir selbst deswegen Vorwürfe, Vincent. Ich hätte mit ihm strenger sein müssen. Maus ist ein so sensibler Junge. Nicht abzusehen, was für einen Schaden ihm in einem ihrer Gefängnisse zugefügt würde. Was auch immer geschieht, Maus wird überleben. Er hat sich jahrelang allein durchgeschlagen. Ein Schatten, der sich hin und wieder blicken ließ, um Essen von uns zu stehlen. Uns beobachtete. Bis du ihn erwischt hast.
Ich weiß noch, wie er sich verzweifelt gewehrt hat. Ach, Catherine, wo ist Maus geblieben? Hier. Catherine, wir müssen dir danken. Maus, ich hoffe, dass dir diese Erfahrung eine Lehre war. Ja. Gut. Man soll sich nicht erwischen lassen. Komm mal zu mir. Na komm, mach schon. Es wird langsam Zeit, dass wir beide uns lange und ausführlich unterhalten. Ich bin nicht wütend, weil man dich erwischt hat. Ich bin nur wütend, dass du an einem Ort warst, an dem du erwischt werden konntest. Ich will damit sagen, dass es vollkommen unvernünftig war, dich in so eine missliche Lage zu bringen. Dein Herz ist voller Unruhe. Es ist Elliot. Es war alles so leicht, als ich noch davon überzeugt war, dass ich in ihn verliebt bin. Und noch viel leichter, als ich davon überzeugt war, dass er böse ist. Und jetzt? Jetzt siehst du ihn als das, was er wirklich ist. Gut und böse. Stark und schwach. Fähig zu großen Taten und zu großem Unrecht. Ein menschliches Wesen. Ja. Mit menschlichen Gefühlen. Ich denke manchmal, ich spiele nur mit seinen Gefühlen. Elliot! Was machen Sie hier? Wissen Sie, wie spät es ist? Nein. Graut der Morgen schon? Das ist okay. Ich meine, solange es nicht zu spät ist. Ich konnte nicht schlafen. Ich wollte reden. Na, dann kommen Sie rein. Danke. Es ist für uns beide eine lange Nacht gewesen. Ich muss in ein paar Stunden zur Arbeit gehen. Soll ich uns einen Kaffee machen? Ich könnte einen brauchen. Mit Milch und Zucker oder schwarz? Wie auch immer, das ist mir ganz egal. Ich kann von dieser Stadt nie genug kriegen. Danke. Gott, wie wunderschön sie ist. Nicht mehr lange, dann steht da drüben der Tower. Da, in Richtung Süden. Sie sind doch nicht hier, um über den Tower zu reden. Was ist es? Ich glaube, so habe ich mich noch nie gefühlt. Nachdem ich Ihren Freund freigelassen habe, rief mein Sicherheitschef an und hat mich gefragt, ob ich übergeschnappt sei. Sie haben das Richtige getan. Ja, es scheint allmählich zur Gewohnheit zu werden. Catherine, ich liebe dich. Ich habe andere Beziehungen gehabt, aber vom ersten Moment an, als ich dich sah, wusste ich, dass du die Einzige bist. Und als du dann aus meinem Leben verschwunden bist, war das furchtbar für mich. Ich wollte dich unbedingt zurück. Weil du mich nicht haben konntest. Das ist ein Spiel, Elliot, und nicht Liebe. Am Anfang ja. Aber dann, als du zu mir gekommen bist und meine Hilfe brauchtest, da wusste ich, dass du zu mir gehörst. Ich erkenne, wenn jemand verzweifelt ist. Wenn jemand etwas hat, was ich will, dann nehme ich es. Das stimmt, ich strebe nach Gewinn, das tue ich. So bin ich. Nein, so bin ich erst geworden. Aber heute war ich nicht so. Wieso? Weil du ein anständiger Mann bist, der einem Freund nichts abschlagen kann. Ich habe keine Freunde, Catherine. Irgendwo auf dem Weg nach oben werden Freunde unbequem.
Liebe kann aber auch etwas sehr Unbequemes sein. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Denkst du, ich wollte, dass das so außer Kontrolle gerät? Ich komme mir vor wie ein 14-jähriger Junge. Verwirrt und unbeholfen und ängstlich. Ich habe niemals Angst. Ich lasse Angst nicht zu. Aber weißt du, trotz allem wäre ich lieber hier bei dir als an jedem anderen Platz der Erde. Ich kann nichts ändern an meiner Vergangenheit. Aber es gibt sehr viel, was wir zwar in Zukunft tun könnten. Catherine, ich bitte dich, meine Frau zu werden. Elliot. Nein, sag nicht. Nicht jetzt. Ich möchte nur, dass du darüber nachdenkst, vielleicht, nachdem du geschlafen hast. Schlaf würde nichts daran ändern. Vielleicht doch. Ich bitte dich, lass mir wenigstens so viel. Ich habe nicht danach verlangt, Catherine. Aber es ist wirklich so. Oh Gott, ich liebe dich. Und ich würde alles tun, um dich glücklich zu machen. Du musst mir nur die Chance geben. Ich habe mein Leben lang darauf gewartet, dieses Glück zu schaffen. Wir haben keine Möglichkeit, diesen Bau zu stoppen. Ich liebe dich. Vater meint, das könnte das Ende unserer Welt sein. Und ich würde alles tun, um dich glücklich zu machen. Könnte das Ende unserer Welt sein. Catherine, ich bitte dich, meine Frau zu werden. Los, was ist los? Das weißt du doch am besten. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Staatsanwalt untersucht Corrales-Gruppe, davon weiß ich gar nicht. Darauf möchte ich wetten. Du hast uns reingelegt, du hast ein paar falsche Meldungen an die Presse durchsickern lassen. Ich weiß doch, wie sowas abläuft. Das bedeutet nicht, dass du schuldig bist, nur weil gegen dich ermittelt wird. Ihr könnt mir ja auch nichts beweisen, aber wer wird eine Bürgerinitiative noch unterstützen, wenn vom Staatsanwalt gegen sie ermittelt wird? Sogar unsere Anwälte machen einen Rückzieher. Den Musterprozess können wir vergessen. Herzlichen Glückwunsch, du hast Elliot Birch zu seinem Monster verholfen. Ich würde an Ihrer Stelle nicht so große Reden schwingen, Miss Corrales. Wir haben ein paar Ihrer neuen Mitglieder unter die Lupe genommen. Mindestens 70 dieser Leute haben Verbindung zu Max Avery. Und es stehen immer noch eine Menge Namen auf dieser Liste. Als wenn ich es geahnt hätte. Ihr haltet zusammen, hä? Ihr Typen lasst keinen fallen. Aber dass du dich dafür hergibst, Catherine. Wenn das nächste Mal ein Name für einen Hurricane gesucht wird, weiß ich, was ich vorschlage. Oh Mann. Catherine, nein. Ich muss es tun. Es ist der einzige Weg. Jetzt, nachdem Luz ausgetrickst wurde, kann nichts mehr den Bau des Towers verhindern. Elliot hat seine Finger da drin, da bin ich ganz sicher. Luz wurde ihm zu gefährlich, da hat er sich was einfallen lassen. Und hat mich benutzt. Wie kannst du denn ernsthaft an eine Heirat mit diesem Mann denken? Er ist ein menschliches Wesen. Stark und schwach, gut und böse. Das hast du selbst gesagt, weißt du noch? Und er liebt mich. Zumindest so sehr, wie ein Mann wie Elliot lieben kann. Aber du liebst diesen Mann doch gar nicht. Nein. Aber hier steht mehr auf dem Spiel als nur ich. Die gemalten Tunnel, Elizabeth, Vater und Maus und all die Kinder, die hier unten Sicherheit gefunden haben. Und du, du vor allem. Vincent, du hast mehr als 100-mal dein Leben für mich riskiert. Wie sollte ich da tatenlos zusehen, wie eure Welt zerstört wird, wenn ich die Möglichkeit habe, sie zu retten? Ich kann nicht erlauben, dass du dich auf diese Weise opferst. Es tut mir sehr leid, aber es ist nicht deine Entscheidung. Ich werde seine Frau. Ich muss es tun. Thank you.
Es ist mir egal, wie wir das beim letzten Mal gemacht haben. Diese Baustoffe sind nicht gut genug. Ich möchte, dass das Gebäude hunderte von Jahren steht. Ja? Schicken Sie sie rein. Raus. Wir reden später. Du hast nicht sehr lange gebraucht. Ich habe nicht damit gerechnet, Elliot, dass du... ich werde dich heiraten. Das ist fantastisch. Das wirst du nie bereuen. Wir werden auf unsere Hochzeitsreise überall hinfahren, wohin du willst. Wenn der Tower erstmal fertig ist... Ich möchte, dass du den Bau dieses Towers einstellst. Den Bau des Towers? Wenn das ein Witz sein das soll... Das ist kein Witz. Du hast gesagt, du liebst mich. Du würdest alles für mich tun. Catherine, nein, du verstehst nicht. Der Tower ist das Wichtigste in meinem Leben, mal abgesehen von dir. Stell dir vor, wir beide stehen ganz oben und sehen, wie über Manhattan der Morgen anbricht. Wir zwei, Seite an Seite. Nein, das darf nicht Doch. Sein. Es geht hier nur um ein Gebäude. Menschen sind wichtiger als Gebäude. Und auch wesentlich wichtiger als Träume. Wenn du den Telefonhörer nimmst und auf der Stelle die Arbeit einstellen lässt, dann weiß ich, dass du das auch glaubst. Und dann werde ich dich heiraten. Und dir vertrauen. Aber ich kann nicht. Ich verstehe dich. Mann, du siehst ja schlimm aus. Hast du eine schwarze Katze überfahren? Ja, etwas in dieser Richtung. Ich dachte, diese Corrales-Listen würden dich interessieren. Fast 200 Strohmänner. Wer hätte das gedacht? Ich habe ihr Konto durchleuchten lassen, um zu sehen, wer die Schecks ausstellt. Aber es sieht ganz so aus, als wäre Avery sehr geschickt. Da wurden Schecks ausgestellt? Ja. Laut Gerichtsbeschluss sind Averys Konten eingefroren. Woher bekommt er das Geld? Von den Cayman-Inseln, irgendeine Briefkastenfirma. Max Avery kann doch die Cayman-Inseln nicht von Staten Island unterscheiden. Joe, wir sind reingelegt worden. Es ist nicht Max Avery, der die Leute bezahlt hat, um sich Luz anzuschließen. Was meinst du damit? Wer könnte das sonst getan haben? Jemand, der alles tun würde, damit Luz mit ihrer Initiative scheitert. Jemand, der Averys alte Ganoven auf seine Lohnliste setzen kann, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Jemand, der einfallsreich genug ist, sein Geld durch Nummernkonten auf den Cayman-Inseln zu waschen, damit niemand erfährt, wer dahinter steht. Ich wusste, wir hätten diesem Birch nie trauen dürfen. Verbinden Sie mich mit Moreno. Nein, ich kann nicht warten. Wir brauchen eine einstweilige Verfügung gegen den Birch Tower. Ich glaubte schon, ich würde dein Gesicht nie wiedersehen. Als du von mir weggegangen bist, war solche Entschlossenheit in deinem Herzen. Es war das Schwierigste, was ich je in meinem Leben tun musste. Und auch das Mutigste. Jeder Schritt zu ihm tat mir weh wie ein Messer, das in den Körper fährt. Meine ganze Liebe zu dir rief mich zurück. Aber eine größere Liebe hat dich vorwärts getrieben. Deine Kraft hat uns alle gerettet. Und doch spüre ich, du bist unglücklich. Ich habe gerade an Elliot gedacht. Vincent, du hast mir geholfen, das Beste in mir zu finden. Dafür bin ich dir dankbar. Aber Elliot, er hat nicht nur seinen Tower verloren.
sondern auch sich selbst. In uraltem Land, Stehen eines Riesenmarmorbildes stumpf, verwittert in der Wüste Sonderrumpf, das Haupt daneben, bald bedeckt vom Sand. Der Züge höhnend herrische Gebärde verkünden, dass der Bildner wiedergeben die Gluten konnte, die im Stein noch leben. Ob tobt das Herz auch, das sie einst ernährte. Und an dem Standbild steht: Mein Name ist Osmandias, aller Könige König. Seht meine Werke, mächtige und erbebt, nichts außerdem. Rundum ist alles wüst und in die Ferne streckt sich hin eintönig der Sand der Wüste, grau und unbelebt.